Gegen 12 heute Mittag wurde die Polizei und alle Rettungskräfte alarmiert, weil sich hier auf der B69 genau an der Kreisgrenze ein schwerer Unfall ereignet haben soll. Ja, als die Kollegen ankamen, hat man einen schwer demolierten LKW vorgefunden, einen total zerstörten PKW und noch einen weiteren schwer beschädigten PKW vorgefunden. In dem ersten PKW war eine 19-jährige Frau aus Bohmte, die durch den Unfall, wohl so wie es im Moment aussieht, sofort getötet worden ist. Also nach den jetzigen Erkenntnissen, die wir bislang haben, ist es so, dass die Fahrerin des PKW aus Richtung Vechta in Richtung Diepholz gefahren ist, in dieser Kurve, in dieser leichten Rechtskurve, aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten ist und frontal in den LKW gefahren ist. Und beim Zurückschleudern hat sie eben halt das ihr folgende Auto noch in Mitleidenschaft gezogen. In dem nachfolgenden Auto waren insgesamt 4 Personen. Die Beifahrerin ist leicht bis schwer verletzt worden. Die ist vorsorglich mit dem Hubschrauber nach Bremen transportiert worden. Und der Mann, der Fahrer und die beiden Kinder, 11 und 19 Jahre in dem Auto, sind leicht verletzt und stehen natürlich unter Schock bei dem Ereignis.